Tja, und da sind wir schon mit der bösen Variante. Ich hatte ja gerade was gezeigt. Man muss nicht immer sich irgendwo ein Trafo kaufen. Man braucht bloß mal zu gucken. Es liegen alte Netzteile rum. Schaut mal, da steht AC-AC, das heißt, das ist zweimal Wechselstrom. Das ist wichtig. Man sieht auch das Symbol. Ich zeige jetzt mal extra nicht drauf, sondern ich versuche das mal ruhig zu halten. Und dann sieht man einmal Input 230 Volt und Output 7 Volt. Was spricht denn dagegen, wenn ich sage, das hier vorne, das ist mal in diesem Fall mein Output und nicht mein Input. Macht keine Versuche mit Steckdosen und Co. Und das, was hier hinten rauskommt, na, wo ist es? Oh, manchmal ist es nicht leicht. Also der Draht hier, der zum Schluss rauskommt. Wir haben es in der Schule schon gemacht. Wer da anfasst, der kriegt von 1,5 Volt auch einen schönen, saftigen Schlag. Allerdings passiert nichts. Weshalb passiert nichts? Weshalb kann man sich das trauen, dort anzufassen? Schaut mal, da steht 3,5 Volt Ampere. Das heißt, das, was ich reinschicke, kann ja auch bloß rauskommen. Guckt auf die Links, weshalb das so ist. Es kann nichts passieren. 3 Watt ruft keinen großen Strom hervor und in diesem Fall 15 Milliampere steht oben bei Input. Das ist dann das, was an Output rauskommt. Ne? Wenn ich hier 7 Volt reinschicke, ich kann auch 6 Volt oder 3 Volt oder sonst was reinschicken. Hauptsache, es ist eine Art Wechselspannung. Also eine Spannung, die wenigstens an und wieder ausgeht oder angeschaltet wird und wieder zusammenbricht oder da ist und nicht da oder die sogar ihre Polarität wechselt. Welches Bauelement am Fahrrad macht sowas automatisch? Der Dynamo. Ja, die Theorie, die kommt dann. Also ich zeige dann den Schaltplan auch, sodass jeder sein Fahrrad damit sichern kann. Das ist gar kein Problem. Leute, ich wünsche euch was Schönes. Tschüss.